Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Road to Number One. Also, die bisherigen Series 2 Episoden, mit denen war ich ja allen nicht zufrieden, mit wie ich gespielt habe. Ich hoffe, das kann ich heute endlich ablegen, dieses Gefühl. Also, mit Espinodan letzte Episode einfach Eisspeer und Eissplitter verwechselt, das darf natürlich überhaupt nicht passieren. Ramoth zweimal gebracht, zweimal irgendwie bös geone-shottet worden. Ich muss auf jeden Fall besser irgendwie mit meinen Pokémon umgehen. Ich glaube, Ramoth bei dem Spiel, in dem Team habe ich noch nicht ganz verstanden, beziehungsweise habe ich immer zu viel Gefahr ausgesetzt, sage ich mal. Mimikma hat sehr gut funktioniert, Sandfell hat sehr, sehr, sehr gut funktioniert und Saltigant hat auch gut funktioniert. Saltigant lese ich gerade das erste Mal, muss ich ehrlich gestehen. Und ich hoffe, ich kann das heute ein bisschen besser machen. Also ich muss wirklich versuchen, zurückzugehen. Einfach mal einen Step back und überlegen, okay, brauche ich Ramoth unbedingt? Kann das vielleicht in den Back kommen? Muss es gegen bestimmte Pokémon kommen und sollte gegen manche gar nicht kommen? Weil ich habe es jetzt eher so als generellen Lead geleadet. Was zum Beispiel Eisenhand kannst du gern als generellen Lead leaden. Wenn du halt nicht weißt, okay, welches Pokémon soll ich sonst leaden, welches Pokémon ist wichtig. Sandfell zum Beispiel, schlechtes Beispiel für einen generellen Lead, weil erstens hat das ein paar spezifische Schwächen, die man oft in Gegnerteams sieht. Sei es Ground und Wasser. Und außerdem hat es halt die Energiekapsel. Also das ist ein schlechter genereller Lead. Eisenhand mit Fake-Out und so weiter, richtig guter genereller Lead. Und ich glaube, ich habe Ramoth halt zu generell benutzt. Und das versuche ich heute ein bisschen anzupassen. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt in die Battles rein. So, Gegner gefunden. Es geht gegen Lauren. Question of the Door hätte ist, was sind eurer Meinung nach die besten Spin-off-Games? Ich bin ja ein riesen, riesen Fan von Pokémon Dungeon, Erkundungsteam Sky, der Dunkelheit, alles geil. Das Remake habe ich nicht gespielt, da mochte ich den Grafikstil nicht und es war irgendwie 1 zu 1 das gleiche Game. Das spiele ich lieber auf dem DS nochmal. Das ist mein absolutes Favorite Spin-off-Game. Was ist es bei euch? Soll ich da vielleicht mal irgendwas spielen? Ich habe Pokémon Stadium zum Beispiel, die alten Games, nie gespielt. Gibt es da irgendwas, was ich verpasst habe, was ich unbedingt spielen muss? Pokémon Ranger, auch richtig geil, auch gezockt. Lasst mich bitte unten wissen. Lasst auch ein Like da, wenn euch die Folge gefällt. Und dann geht es jetzt direkt weiter. Wir sehen wieder Iron Moth, Fluttermane. Haben wir letztes Mal richtig auf den Sack bekommen. Das wollen wir heute verhindern. Eisenbündel auch. King Gambit. Wir könnten allerdings, ja, wir können das besser machen als letzte Woche, als letzte Folge, sorry. Und wir haben aber leider trotzdem wenig gegen King Gambit, wenn wir Volcarona nicht ordentlich verwenden. Aber ich sehe es nicht, wie wir es anders machen können. Nehmen noch Mimikyu mit auf jeden Fall. Maskagato brauchen wir, denke ich, unbedingt. Gegen das Gastrodon. Ich leade jetzt das gleiche wie letztes Mal, aber wenn ihr euch erinnert, letzte Episode habe ich Tailwind drücken wollen und mein Greedy wie ich war, mein Sandfell protected. Wenn ich heute nicht protecte, sondern einfach Tailwind drücke, dann denke ich, bin ich gut dabei. Er leadet auch ganz anders als der letzte Spielende. Oh, kriegen hier direkt die Paleo-Synthese raus. Möchte natürlich hier mir aufs Greedy reinbringen, das ist ganz klar. Ich glaube, wir gehen hier Käfertrutz tatsächlich. Und Erdkräfte. Wir haben nicht so eine gute Spezialverteidigung, ne? 105, das ist nicht so gut. Ich denke, Schutzschild ist okay. Auch wenn er jetzt hier Fake-Out Wasserattacke in Volcarona drückt, ist das fein. Dann hat er die Chance zu verbrennen. Außerdem nehmen wir nicht so viel Schaden. Also wir gehen nicht down oder so. Hat gar nicht Muggelhieb gedrückt. Ah, okay. Eishieb, interessant. Das Gastrodon habt ihr gesehen. Das hat kein
Drop bekommen. Das heißt, das Gastrodon ist definitiv Overcloak nämlich. Kein Drop. Ja, da würde ich sagen, drücken wir jetzt einfach Hitze. Oder nee, wir drücken Rückenwind. Wir haben relativ schnelle Pokémon in the back, die dann davon profitieren. Und dann gehen wir einfach Erdkräfte. Wir könnten auch Terra kristallisieren, Erdkräfte. Dann überleben wir wahrscheinlich den nächsten. Also dann überleben wir auch die Lehmbrühe noch. Für was brauchen Terra-Kristallisation noch? Da hierfür nicht eigentlich. Also ist eigentlich fein. Aber wir können auch Terra-Ausbruch hier reingehen. Ja. Machen wir so. Wir nehmen den Eishieb, aber ich bin mir. Bin mir sehr sicher, dass wir das überleben. Aber Gastrodon herauszunehmen ist, denke ich, gut. Weil sonst Maskagato, klar, wir haben Maskagato, aber ihr dürft nicht vergessen, der Gegner kann auch einfach das switchen. Also, oder kann Terrestrializen. Und hier ist jetzt, denke ich, die Überraschung gut genug. Ich liebe immer noch, wie sich das da oben die ganze Zeit dreht. Das ist awesome. Ich hätte natürlich auch Wage Powder drücken können, um den ICP hier zu nehmen. Das wäre auch eine Überlegung wert gewesen, ehrlich gesagt. Aber wie locker wir das tanken. Das ist okay. Wir brauchen trotzdem Damage auf die Eisenhand. Da kommt Eisenbündel rein. Okay. Eisenbündel ist 206. Jetzt bieten wir auch locker. Wir können jetzt hier Käfertrutz gehen. Wie wäre es, wenn wir Käfertrutz? Oder wir gehen. Na, nee, er wird wahrscheinlich hier Hydropump drücken, ne? Nee, tatsächlich, wir können einfach Wutpulver. Ah, wir können auch Focus Sash sein. Ah, ärgerlich. Was ist das Beste jetzt hier zu machen? Ah, ich schätze einfach sowas hier. Nee, wir drücken Käfertrutz, um den Sash zu breaken, damit wir dann dort mit Flower Trick durchboxen können. Da geht der Verschütze, das ist ja witzig, wie er so verschwindet. Ja, das ist aber komplett fein. Gibt jetzt hier eine Menge Schaden. Das ist definitiv eine Assault Vest, aber. Wir könnten die ganze Zeit, ich weiß, ich könnte die ganze Zeit Rage Powder drücken. Aber wenn er jetzt hier nicht Protected hätte und Hydropumpe gedrückt hätte, hätte mir Rage Powder auch nichts gebracht. Und da kommt noch ein Icy raus. Gehen wir jetzt down. Ist okay. So. Jetzt können wir hier Mimikyu reinbringen. Machen wir auch so. Die Eisenhand. Ich wollte jetzt nicht mehr aus Grader reinbringen, weil da kann er sich jetzt hochheilen mit Drain Punch. Das wollte ich nicht. In the back kann halt noch King Gambit sein, aber ich glaube, es ist eher Flutter Main in the back. Wir gehen definitiv einfach, würde ich sagen, Käfertrutz und weiß nicht, ob Dunkelklaue tötet. Liegt, meine ich. Weiß es nicht, kennt er leider den Kalk nicht. Oh, das ist gut für uns. Was kommt rein? Flutter Main wäre sehr gut. Oh, wenn jetzt hier King Gambit reinkommt, könnte ein Problem sein. Ist auch nicht King Gambit, sehr gut. Robot Clock ist auch schon weg, das heißt, die droppen hier beide. Wenn ich jetzt Play of Miss, ich glaube, Shadow Claw hat schon gekillt, ne? Das ist nicht so, also ist überhaupt nicht bulky, aber wir hitten sehr gut. Den Kalk run ich jetzt nach dem Game nochmal auf jeden Fall. Aber das Game sieht allerdings jetzt sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Weiß nicht, wie ihr das seht. Und das war auch kontrollierter gespielt, ne? Drücken jetzt hier Käfertrutz. Ist jetzt bestimmt der letzte Zug, Tailwind. Ja. Gehen jetzt hier für eine Dunkelklaue hier rein, würde ich sagen. Erwarte jetzt eine Terra.
aber wahrscheinlich von Eisenhand. Nee, Flutter Main Terra, okay. Okay, Fairy Terra. Deswegen habe ich Shadow Claw. Also, was heißt deswegen? Also, ich habe Shadow Claw gedrückt. Mogelieb kommt raus. Burn wäre natürlich jetzt nochmal ganz entspannt. Ui, kriegen wir auch, kriegen wir auch. Stark. Eulenhelm kommt auch noch raus. Recken zurück. Dunkelklaue kommt raus. Zack. Ui, die überlebt es ganz knapp. Aber das reicht uns. Da muss der Zauberschein kommen, genau. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Hier hat Volcarona tatsächlich auch mal sehr gut funktioniert, wenn er mich fragt. Ah, Tarnung ist aufgeflogen. Da kommt der Burn, okay. Rückenwind hat sich gelegt. Wir wissen, dass es Swordfest. Also jetzt können wir, denke ich, zu 100% gewinnen, indem wir einfach Schattenstoß und Dings klicken. Ich habe jetzt hier nicht Overheat gedrückt, weil ich Overheat nicht missen möchte. Ich möchte nicht, dass er jetzt Protected, ich Overheat misse und er dann unser Mimikyu irgendwie besiegen kann, weil es gibt tatsächlich einige Iron Hands, die jetzt Heavy Slam und sowas machen, und auch wenn ich nicht glaube, ist das killt, ein Crit killt vielleicht oder so, wisst ihr, ist alles sehr unwahrscheinlich, aber so gewinnen wir hundertprozentig. Genau, er hätte uns auch burnen können zum Beispiel noch. Herr Beulne, der Burn. Ich würde sagen, wir geben Ramov den Kill. Er hat sich den Kill deutlich verdient. Kampf wird aufgegeben. Mega nice. Das war doch ein sehr gutes Battle. Ich würde sagen, ich mache den Kalk nochmal und dann vor dem nächsten Game. Ich war da nochmal kurz drüber, ob ich da hätte vielleicht nicht Playruff in das Iron Bundle drücken müssen. So, Freunde. Meisterball ist erreicht. Endlich, es hat viel zu lange gedauert. Ich weiß, es tut mir leid, aber es hat viel zu lange gedauert. Jetzt sind wir Meisterballrang, jetzt geht's richtig los. Und genau, ich habe den Kalk gerade gemacht. Tatsächlich mussten wir Playruff drücken, das habe ich richtig eingeschätzt. Also Shadowclaw hätte nicht gereicht. Playruff war auch ein Wall. Hätte ich gar nicht gedacht. Da sieht man wieder, Nachteil vom Mimikyu ist halt, es macht nicht so viel Schaden. Ne? Aber ich habe den Kalk gerade gemacht. Und ja. Also, dass das Eisenbündel da stirbt, war gar nicht so sicher. Ich denke, das Game war trotzdem sehr in unserem Favor. Jetzt geht es ja aber weiter gegen... Das ist doch das Team, was wir am Anfang gespielt haben. Also hier ist, denke ich, Volcarona sehr nice mit dem Kiefertrutz. Teddy, denke ich, auch ein guter Lead. Wir haben hier auch Whiteguard drauf, ne? Ja, das können wir auch machen. Ich glaube, wir lieben die beiden. Sehr passiv Lead da. Sehr passiver Lead. Wir können auch Baxcalibur leaden. Das wäre auch eine wilde Idee. Ich mag hier Sandy Shocks in the back. Ich möchte auf jeden Fall Garganical mitbringen. Ich glaube, wir leaden mal so passiv, ehrlich gesagt. Dann nehmen wir Baxcalibur noch mit. Und Sandy Shocks. Obwohl. Nee. Wir nehmen nicht Baxcalibur mit. Weil wir möchten immun sein gegen die Spore. Gegen Psycho-Attacken. Da ist das definitiv besser. Baxcalibur ist wahrscheinlich besser gegen Fluttermane, wenn wir Terran, besser gegen Great Tusk. Aber ich glaube, ich habe Angst dann, dass alles gesleept wird von mir. Ich glaube, da ist das so besser. Mal sehen, was der Gegner jetzt leaden wird hier. Indidi, nee. Das ist nicht Indidi, das ist ganz anderes. Okay. Können wir gar nicht protecten mit, ne? Wenn er wollte, könnte er uns jetzt hier spawnen. Wir könnten jetzt hier rein switchen. Was bringt uns das aber? Wir können auch gespawnt werden. Aber es ist sehr riskant für ihn hier rein zu
attacken. Wir terran hier auf jeden Fall schon mal. Und gehen für Pöckelsalz auf dieses Pokémon. Er kann uns spawnen, ich weiß das. Ich weiß das, aber ich glaube nicht, dass wir gefakert werden. So, ich glaube, wir kriegen den Struggle Bug raus und dann ist sein Pokémon halt eine Vierfachschwäche. Ich habe jetzt hier Geterra, damit ich natürlich nicht von Samenbomben und sowas gehittet werde. Da kommt der Bogenhieb. Das ist riskant. Das ist riskant. Das habe ich gerade eben gesehen. Wird er auch direkt gepunished, ne? Also, da kann er sich, denke ich, finde ich, nicht beschweren. Nicht zu sehr. Volcarona schreckt zurück. Er geht für Pilzspore, ja. Muss aber sagen, das ist in Ordnung. Wir haben jetzt mindestens einen Zug, den wir quasi schlafen können. Ich hätte natürlich auch switchen können, aber da hätte ich jetzt den Burner nicht bekommen. Ich weiß, es ist ziemlich lucky, so was jetzt hier gerade passiert ist, aber sowas passiert halt. Wenn der Gegner riskant spielt. Ne? Ich würde sagen, jetzt können wir hier Meowth Curator reinbringen. Und Pöckelsalz hier reindrücken. Ja, doch, das sehe ich. Ja, doch, das sehe ich. Und zwar erwarte ich jetzt, dass der Gegner hier entweder seinen Iron Hands rausswitcht, weil das ist jetzt auf einem harten Timer und geburnt, ziemlich useless. Er kann auch das andere rausswitchen, aber ich denke, Meowth Grader kann hier relativ vor früh reinkommen, weil der Gegner wird auch keinen Drain Punch jetzt reindrücken in das Meowth Grader. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was geht raus? Was kommt rein? Weil das frisst jetzt direkt ein Pöckelsalz. Also hier ist Garganical jetzt mal richtig am Schein, ne? Oh, sehr gut. Das habe ich gehofft, dass wir das catchen. Weil ich glaube, nee, das ist Terra Fire, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Also wenn es wirklich genau das Team ist, was wir auch schon gespielt haben. Dann ist das, glaube ich, Terra Fire. Muss natürlich aufpassen. Das Gute ist, der Gegner, der kann ja nicht viel machen. Das heißt, wir könnten theoretisch einfach doppelt protecten und gucken, was passiert. Wenn da jetzt Terra Fire ist, dann kann Sandy Shocks das ja natürlich komplett auseinandernehmen. Sandy Shocks allerdings natürlich auch anfällig zur Spore und zu den Samenbomben. Könnten Volcarona. Ich glaube, wir. Erstmal beides Schutzschilden, einfach gucken, was er macht. Ich denke, er switcht jetzt hier rechts raus. Er switcht nicht mal, okay, das ist natürlich sehr gut für mich. Er geht auch für Schutzschild, interessant, okay. Ich überlege, es tut mir leid, dass ich gerade so wenig spreche. Ich überlege halt, wie wir das jetzt spielen, weil Great Tusk ist natürlich gefährlich. Ich glaube, wie wir das spielen werden, ist folgendermaßen. Iron Hands, by the way, hat bisher einmal Pöckelsalz getroffen und den Rest Damage hat es einfach nur dadurch, durch die ganzen Zusatzeffekte, die durchbeulen, haben durchbeulen und so. Wir gehen jetzt hier für das hier und für Pöckelsalz nochmal hier rein. Ich denke, damit machen wir gut Arbeit. Wir brauchen Meowth Curator danach nicht mehr unbedingt. Wenn ich das richtig einschätze. Er ruft das zurück. Okay. Er geht sehr vorsichtig damit um. Das ist auch richtig. Er versteht, dass das sein wichtigstes Pokémon ist. Kommt der Blumentrick. Oh, das macht mehr Damage, als ich dachte sogar. Natürlich immer ein Volltreffer. Pöckelsalz kommt jetzt raus. Zack, eingepöckelt. Und da kommt jetzt der Upright-Hieb. Aber den überleben wir, denke ich, ziemlich. Nicht ziemlich locker, aber wir überleben ihn zumindest. Das Gute ist, das heilt sich jetzt. Und damit bleibt es länger auf dem Feld. Das ist tatsächlich gut, finde ich. So. Ich möchte mir aus Curator auf jeden Fall behalten. Ich glaube, wir bringen jetzt hier Volcarona rein.
Den für Pöckelsalz auf den Slot. Müssen wir mal ein bisschen überlegen, was der Gegner rausswitchen könnte und am besten genau in dem Moment dann dort das Pöckelsalz nämlich treffen. Aber ja, ich wollte dem Tiefschlag ausweichen. Das ist uns jetzt hier gelungen. Pöckelsalz kommt auf das und raus und Umstoß. Da lacht man natürlich drüber. Und jetzt haben wir uns. Und jetzt kommt natürlich relativ for free sein Great Tusk rein. Ich glaube, er hatte die Bäre, wenn das das richtige Team ist. Ne? Relativ for free kommt Great Tusk rein. Ich glaube. Ah, wir kennen halt leider auch noch nicht das letzte Pokémon. Das Game ist auf jeden Fall noch nicht over. Der Gegner spielt das, finde ich, sehr, sehr gut. Vielleicht hätte ich. Nee. Also nicht. Great Tusk kommt wieder rein, ja. Ich glaube, jetzt ist das Play auf jeden Fall der Käfertrutz und Schutzschild. Also wir müssen ja sowieso erstmal mindestens einen Zug schlafen. Mit Schutzschild können wir jetzt erstmal den Zug wieder rausholen. Er terrat. Okay, das ist gut, weil dann wissen wir jetzt einfach, wo sein Terra liegt. Und sein Terra liegt hier. Das ist Terra Ground tatsächlich. Okay. Okay. Ah, das war ein Fehler dann. Das war ein Fehler da von mir, jetzt für einen Damaging Move zu gehen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist interessant. Da hätte ich jetzt irgendwie Rage Powder oder sowas drücken müssen. Sehr interessant. Das war jetzt wirklich interessant. Und da kommt die Schmetterramme. Wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass er genug Schaden gegen das letzte Pokémon hat. Er ist noch eingepöckelt jetzt. Wir drücken weiter Käferputz und versuchen ihn einzupöckeln, würde ich sagen. Tiefschlag, das killt nicht. Am besten wachen wir jetzt auf. Aber er nimmt Schaden durch Beulenheim, was auch sehr big ist. Leider wachen wir nicht auf. Wir sind nicht lucky mit den Schlafturns hier, ne? Vielleicht hätte er einfach Double Protecten sollen oder so, keine Ahnung. Okay, Verteidigung, Spezialverteidigung sinkt. Okay. Wie viel macht ein Tiefschlag an unserem Meowskerader, ist die Frage. Denkt ihr, das besiegt uns? Weil, was würden wir sonst machen, ne? Oder so. Wird einfach besiegt. Gut, dann haben wir gar kein Tiefschlagproblem mehr. Dann denke ich, bringen wir jetzt auf jeden Fall mir. Oder Sandy Shocks. Ne, wir bringen jetzt Meowskerader rein. Was ist dein letztes Pokémon? Fluttermane. Initiative wird verstärkt. Ein Problem. Damit könnte der Gegner uns sogar haben. Wenn wir aufwachen und den Tyrant rausbekommen, denke ich, ist fein. Fluttermane. Da wäre natürlich unser. Da wäre unser. Hier Salz-Pokémon ja richtig gut gewesen, ne? Er geht für Schutzschild, ich gehe für Schutzschild. Zauberschein überleben wir. Wir sollten den Zauberschein überleben auf Ramov, oder? Was denkt ihr? Und jetzt aufwachen. Nice. Yes. Okay. Sehr gut.
Und dann drücken wir Käfertrutz. Und Doomtrick. Er kann jetzt Double Protecten. Wir könnten es versuchen zu callen. Aber Volcarona überlebt immer noch ein Deathling Gleam. Das heißt, es gibt nicht wirklich einen Grund, das jetzt zu callen. Kampf oder aufgeben. Er hätte für Double Protect eigentlich gehen können. Aber Volcarona hätte immer noch ein Deathling Gleam überlebt. Das heißt, selbst wenn er den Double Protect bekommen hätte, was ja nur 33% sind, selbst dann besiegt er meinen Meowskerader, nimmt den Käfertrutz und dann kommt mein anderes Pokémon rein. Und ich denke, das pickt, das nimmt das Great Tusk auch hops, weil wir haben zwar nur Erdkräfte dagegen, aber es hat eine sehr niedrige Special Defense und, was man nicht vergessen darf, zusätzlich ist, dass es schon minus 1 war durch die Schmetterramme. So, wir haben nur 3 gefunden gegen Dany. Ekelhaftes Team, wenn ich mir so anschaue. Also im Sinne von gefährlich. Wir haben wieder King Gambit, wir haben wieder Gastrodon. Ich habe auch Angst vor dem Arcanine. Der Arcanine sieht auch böse aus. Da ist Sandy Shocks natürlich gut, aber. Was ich jetzt so sehe, wenn ich mir das so anschaue. Oh, die Batterieleistung ist noch. Okay. Garganical sieht hier sehr gut aus als Lead aus. Gegner hat einfach wenig dagegen. Außer Gastrodon. Deswegen lead ich dann nicht noch Meowskerader dazu. Weil er hat dann sonst nur Gastrodon gegen Garganical. Und ich möchte auf jeden Fall Sandy Shocks haben. Das ist zu gut und wir haben sonst zu wenig gegen Arcanine. Und als letztes vielleicht Volcarona in the back diesmal. Weil das auch das kann Arcanine gut wegtanken. Also wir sind ja fast Max Defense, wenn ihr euch an den Spread erinnert. King Gambit ist auch unser einziger Move, um King Gambit für Super Effective zu hitten. Neben Sandy Shocks natürlich, was von Sucker Punch sehr gethreatened wird. Ja, machen wir so. Mimikyu, auch eine Überlegung wert. Aber ich denke, wir kommen durch Fluttermane auch gut genug ohne Mimikyu durch. So. Interessante Strumpfhose. Grimmsnarl Gastrodon kommt hier raus, sehr gut. Also damit bin ich zufrieden tatsächlich. Wir werden jetzt etwas Unintuitives machen. Und zwar werden wir jetzt hier unser Meowskerader protecten. Weil es ist so, niemals lässt er das einfach zu. Entweder Terrat Air oder irgendwas anderes. Wir könnten Volcarona tatsächlich auch rein switchen. Aber warum, ne? Ich glaube, wir wollen auch langsam anfangen, nochmal das Grimmsnarl zu chippen. Machen jetzt hier Protect. Der Gegner muss Terran oder switchen. Da ist der Terra sehr gut. Meistens Terra Feuer, Terra Steel, sowas gibt es auch häufiger mal. Terra Feuer, ja. Das ist in Ordnung. Wir nehmen jetzt wahrscheinlich einmal Earth Power auf dem Saltigant. Reflektor. Schade, ich hab darauf gebankt, dass er vielleicht Spirit Break oder sowas reinträgt. Macht er es nicht, also ist unser Protect geht da ins Leere, aber das ist in Ordnung. Rückgesatz kommt raus. So, Überreste füllen unsere KP auf. So, und jetzt kann Sandy Shocks halt durch das Gastrodon durchbrechen, ne? Sagen wir drücken einfach Blumentrick in das Grimmsnarl rein. Da wird jetzt vielleicht für ein Lichtschild gehen. Vielleicht auch nicht, vielleicht wird er jetzt Meowskerader besiegen, aber selbst das ist mir nicht so wichtig. Dann kriegt er das Lichtschild wahrscheinlich nicht raus, weil ich könnte mir vorstellen, dass Blumentrick, weil es ja immer crittet, also den Reflektor quasi ignoriert, genug Schaden macht. Im Zusammenhang mit dem Pökelsatz zusammen. Er geht allerdings fürs Lichtschild. Fair enough, denke ich, ist auch die bessere Wahl hier. Blumentrick kommt raus. Das reicht noch nicht ganz. Erdkräfte blocken wir.
Sehr gut, kriegen wir jetzt auch nochmal Leftovers Recovery. Und das reicht nicht ganz, aber eine Runde noch und dann haben wir es geschafft. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier in... Wollen wir in Wolke Warner gehen? Oh, da. Ja, ich denke, wir gehen hier in Volk und drücken hier Abschlag auf das Gastrodon. Damit kriegen wir das Item weg. Und können das vielleicht später pöckelsalzen, falls es dieses Covert Cloak Item ist, wisst ihr. Und Leftovers wegschlagen ist natürlich auch immer gut. Macht actually viel Damage. Tarnumhang, ja. Also wir haben genau diesen Umgang gemacht. Ja, das wusste ich, dass das jetzt passiert, aber... Wie gesagt, ich glaube, ich bin der Meinung, Mios Grader hat seinen Job getan, sehr gut sogar. Pokémon attackt das hier locker weg. Mios Grader müsst ihr halt überlegen, hat ja jetzt den Terra geforst, den Item abgeschlagen und 40% an Dings gemacht und dafür gesorgt, dass Grimmsnarl hier down geht. Also all in all sehr gut. Jetzt können wir das Gastrodon auch Struggle backen, also Käfertrutz drauf einsetzen, weil der Tarnumhang, na, ist ja jetzt weg. Gegner geht für Arcanine, okay. Arcanine. Dann wir gehen. Genau. Nee, wir gehen einfach Käfertrutz. Möchte ich das behalten? Ich möchte lieber einen healthy Garganical haben, ne? Wir gehen mal noch für Abschlag hier rein. Und dann ist gut. Ach, trotzdem viel Damage. Offensivweste. Oh, das ist natürlich cool, wenn man dafür die loswerden. Oh, er geht hier für Lerb jetzt hier rein. Nimmt auch noch Schaden vom Beulenhelm. Super nice. Und Rückstoß. Also, ja, Arcanine ist jetzt schon sehr low. Und jetzt kommt hier vielleicht Lehmbrühe raus. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, die letzten beiden Pokémon können jetzt hier sehr gut aufräumen. Ja, geht dann für Lehmbrühe, aber verfehlt tatsächlich Mios Grader. Ich meine, damit... Naja, muss er jetzt nicht rechnen, you know, aber... Ja, kann halt immer passieren. Das, was ich damit sagen will. Jetzt die Frage, besiegen wir mit Sandy Shocks Gastrodon, ne? Das ist die Frage. Durch Lightscreen durch... Kann es mir fast nicht vorstellen. Und ein Garganical reinbringen. Er wird jetzt Extreme Speed drücken, ne? Ich hab eine Idee. Wir haben jetzt Muddy Water gesehen. Und Erdkräfte. Das heißt, Gastrodon ist wahrscheinlich für unser Sandy Shocks gar nicht mehr so wichtig, weil wir können einfach Terran Arcanine hier rausnehmen. Das hier switchen in Neckel. Eigentlich nicht mehr switchen, kann eigentlich auch einfach protecten. Ist auch minus 1, ne? Also ist auch gar keine Gefahr mehr. Ja, so mache ich das. Ah, ich meine, wir sind minus 1. Ich würde auch hier gern switchen. Ja, weil wir minus 1 sind, weil wir minus 1 Attack sind, switche ich hier meinen Mios Grader mal raus. Doch. Mach mal lieber so. Das ist jetzt nur, weil ich Angst in Anführungsstrichen habe vor einem gegnerischen Turbo-Tempo. Hat die Offensivweste, der hat 4 Attacken. Also wenn da kein Turbo-Tempo drauf ist, dann weiß ich auch nicht. Die Lehmbrühe dodgen ist natürlich relativ lucky so. Aber wie gesagt, ich glaube, auch so sind unsere Chancen ziemlich gut gewesen. Und die Erdkräfte raus, zack. Und der Gegner geht für Erdkräfte genau in unsere Sandy Shocks. Macht gar keinen Schaden. Zack, Neckel heilt sich wieder. So, ist das letzte Fluttermane? Das würde mich noch ein bisschen... Das ist King Gambit, okay. Oh, Wie viele Züge? Lichtschild noch? Ah, 3 von 8 Reflektor. Damit seht ihr, es sind noch 4 Züge Lichtschild. Also wir müssen durch Lichtschild durchspielen. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann gehen wir hier für Erdkräfte und
Röckelsalz, nimmt dann 25%. Danach können wir nächsten Zug Double Protecten und dann sind wir fertig. Würde ich jetzt denken. Er kann natürlich auch sein, dass er jetzt hier für... Ja, das Ding ist, er muss... Also Gastrodon, denke ich, kann unser Sandy Shocks nicht so gut hitten einfach. Deswegen muss er fast... was denn? Oh, ist Schutzschild. Oh, okay, das ist natürlich big. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Quatsch. Offensivfest ist er schon auf Arcanine gewesen. Oh, das hätte ich vorhersehen können. Fehler. Aber es sollte fein sein. 59, wir haben 70 Damage genommen. Können jetzt quasi protecten. Noch 4 Züge. Wenn ich jetzt doppelt protecte, dann sind es noch 3 Züge. Dann noch 2, wenn ich den nächsten Zug wieder angreife. Dann noch 1 Zug. Sagen wir, gehen einfach. Das Ding ist, ich muss Damage auf das King Gambit bekommen, ne? Wir haben so, ist knapp, ich habe 71 Damage oder sowas genommen durch die Erdkräfte. Also ich denke, wir drücken hier Protect. Ah, er kann es natürlich auch weeden. Ach man, das war dumm. Das Schutzschild ist halt natürlich super obvious. Es war einfach dumm, dann daran nicht zu denken. Oh, das ist aber jetzt kein Offensivfest, ne? Da hat halt gute Schaden. Ah, es ist Bäre, wow. Okay, jetzt wird es nochmal spannend hier. Niefallspalter, der wird ordentlich reinschallern, ja. Da kommt die Lehmbrühe raus. Ja, das Problem ist, jetzt sind wir in Range, nämlich von einem Sucker Punch. Jetzt hier Genesung drücke. Werde ich es mir danken oder möchte ich Pöckelsalz drücken? Ich möchte, glaube ich. Er wird jetzt hier nach links Sucker punchen. Eieiei. Alles ziemlich dumm gelaufen. Alles, weil ich kurz nicht nachgedacht habe, weil ich im Game schon wieder gewonnen hatte. Er geht für Eisenschädel. Wow, guter Call. Was? Oh. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass er hier für Eisenschädel geht. Warum? Hat er vielleicht keinen Sucker Punch? Wow. Stark. Stark und sehr ärgerlich. Ich habe das Gastrodon die ganze Zeit ignoriert, ne? Das nicht ignoriert. Einfach angegriffen. Aber vielleicht hat er keinen Sucker Punch. So. Aber hat man doch immer eigentlich. Vielleicht eher nicht. Ah, stark. Stark gemacht vom Gegner. Niefallspalter. Okay, er hat keinen. Weil dann ist es noch... Also dann können wir tatsächlich noch sehr gut gewinnen hier. Endet der Reflektor jetzt oder erst nächsten Zug? Jetzt, okay. Dann können wir jetzt noch gewinnen, indem wir jetzt hier... Oh, okay. Natürlich protecten, ne? Ah, Gott. Was machen wir, Leute? Ich hätte gerne das King mit rein. Mann! Oh, Mann! No way! Wieso kann ich das nicht callen? Ich kann die Gegner nie callen, ey, Mann! Ärgerlich! Wie viel Schaden? 39 auf 13, das reicht nicht, Mann, ey! Aber es killt vielleicht trotzdem. Na, das, nee, es killt nicht. Nee, Erdkräfte wird hier wahrscheinlich sowieso nicht killen. Doch, oh Gott! Ja, dann war es einfach 50-50 jetzt am Ende nochmal. Ach, ärgerlich, ey. So ein Mist. Eieieiei. Ich hab das wieder viel zu lang ignoriert, dieses scheiß Gastrodon. Mann. Ach, sowas ärgert mich. Na gut. In solchen Calls muss man besser werden. Ich kann im ersten Spiel nie einschätzen,
wann ein Gegner für Protects geht und wann nicht. Ich schätze, ich hätte es da einfach callen müssen und Erdkräfte. Ich meine, wenn ich jetzt Erdkräfte auf das Gastrodon baue, ne? Und ich habe den Sucker Punch vorher gesehen, den der Gegner gar nicht hatte. Lauter solche Sachen. Ach Mist, ey. Sowas ärgert mich. Wieder nur eine 2-1-Runde. Das ist ja fast 3-0. Ich hatte es eigentlich in der Hand und ich habe es dann richtig, wirklich krass weggeworfen, indem ich gar nicht daran dachte, nämlich, dass der Gegner hier vielleicht Schutzschild drückt, weil eigentlich ist es auch so gut gewesen, einfach das Gastrodon zu besiegen. Das hat nie Schutzschild gedrückt. Es hatte vielleicht wahrscheinlich gar kein Schutzschild. Und ja, wenn ich kurz darüber nachdenke, dass wir die Offensivweste auf dem Arcanine ja schon gesehen haben, dann weiß ich auch, dass das King Gambit ja Schutzschild hat. Ich frage mich, was der dritte Move war. Vielleicht Terra Blast oder so, wenn es keinen Sucker Punch hat. Ärgerlich. Na gut. Wieder eine 2-1-Runde heute. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Episode wieder. Da spielen wir das letzte Mal dieses Team hoffentlich mit einer 3-0-Runde. Und immerhin war es dabei geschafft. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da.